Ach ja, dann habe ich noch zwei Produkte, die für die innere Anwendung sind. Was ist das anhört, Alter? Alter. Boah, diese Pollenallergie bringt mich um. Junge, Junge, Junge. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es nochmal ein Favoritenvideo und zwar geht es um meine Lieblingsprodukte oder beziehungsweise für mich die besten Produkte gegen Pickel. Ich habe hier so einiges angesammelt. Ihr wisst, seit ich meine Pille abgesetzt habe, habe ich auch Pickel bekommen und so weiter und die heißt es zu bekämpfen und was ich dafür benutzt habe, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir an mit etwas ganz Einfachem, was eigentlich so ziemlich jeder zu Hause hat. Und zwar sind das Kleenex, Tissues, Taschentücher, was auch immer. Ich benutze übrigens nicht die normalen Kosmetiktücher, sondern Taschentücher. Also die sind ein bisschen dicker. Und die benutze ich nicht nur dafür, dass wenn man dann mal doch dran muss, drücken möchte, sondern auch um mein Gesicht trocken zu machen, nachdem ich es gewaschen habe. Ich benutze keine Handtücher mehr dafür, sondern ich benutze nur noch diese Tissues. Am Anfang dachte ich so, geil, was für eine Verschwendung eigentlich. Und ich denke da auch immer so ein kleines bisschen an die Umwelt. Aber es hat mir halt einfach geholfen, denn man macht nicht jeden Tag sein Gesicht mit dem gleichen Handtuch sauber. Ich meine, okay, ihr benutzt das jetzt nicht wochenlang das gleiche Handtuch, aber man merkt wirklich einen Unterschied, weil man immer wieder etwas Reines benutzt, etwas ohne Bakterien, um sein Gesicht abzuwaschen. Nachdem ich dann mein Gesicht gewaschen habe, übrigens, womit ich mein Gesicht wasche, das ist natürlich auch noch hier eine Frage. Und im Moment benutze ich von Kiehl's dieses Waschgel hier, damit komme ich sehr, sehr gut klar. Das ist mit With Amazonian White Clay. Also es ist auf jeden Fall mit Tonerde und das ist super, super gut. Das hat einen leichten Peeling-Effekt und es wirkt so Detox-mäßig. Es ist aber ein Peeling, was man wirklich jeden Tag benutzen kann. Also es sind keine groben Partikel drin. Das, was man merkt, das löst sich auf, weil es halt diese Tonerde ist. Das ist so ein... Ihr müsst es erstmal ausprobieren einfach. Als nächstes, was super hilft, super gut für die Haut ist, eigentlich etwas, was jeder weiß, und zwar Meerwasser. Ihr kennt das, im Urlaub ist die Haut immer so schön. Natürlich kommt das auch durch die Sonne, aber auch viel, viel, viel durch Salzwasser, durch die Meeresluft und so weiter. Und ich habe hier pures Meersalz, und zwar ist das einfach Badesalz von Biomaris. Aber meine Kosmetikerin hat mir einen tollen Tipp verraten, und zwar, ich habe das in so ein cooles Einmachglas gemacht, weil das in so einer Pappschachtel kommt und das, ja, kann man halt einfach nicht so gut handeln. Und nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, nehme ich so ein bis zwei Löffel von dem Salz, habe das hier in der Hand. Ich mache das auch oft beim Duschen. Dann hat man die Hände ja noch so ein bisschen nass, dann pappt man das so zusammen, drückt es auf das feuchte Gesicht, also wirklich das Salz so eindrücken. Und dann nehmt ihr euch einfach eine Kompresse oder ein kleines Gästehandtuch oder einen Waschlappen oder zwei Waschlappen am besten. Macht die richtig, richtig, richtig heiß. Also es tut schon weh an den Händen. Guckt, dass ihr nicht so viel davon auf eure Hände bekommt. Ausfringen und dann auf das Gesicht drücken. Also das brennt auch so ein kleines bisschen, je nachdem, wenn man vielleicht ein paar offene Stellen hat oder so oder auch empfindliche Haut hat. Brennt das ein bisschen, das ist aber absolut gar kein Problem. Und das haltet ihr dann einfach 2 Minuten. So, wenn ihr merkt, dass der Waschlappen schon sehr kalt wird, könnt ihr es nochmal ganz kurz unter heißes Wasser halten und dann wieder draufdrücken. So könnt ihr wirklich richtig, richtig geil eure Haut aktivieren. Dieses Salzwasser, dieses Meerwasser, also benutzt jetzt kein Jodsalz oder so, bitte. Okay. Kauft euch einfach dieses Salz, ich verlinke euch das in die Infobox. Dieses Meersalz bindet Feuchtigkeit in der Haut, sorgt dafür, Irritationen so ein bisschen zu verbessern. Wenn du Rötungen schon hast oder wenn du schon Pickel hast, das desinfiziert auch quasi so ein bisschen und das hilft halt sehr, sehr, sehr bei der Heilung. Also wenn ihr es akut habt irgendwie mit eurer Haut, könnt ihr das auch mal eine Woche lang jeden Tag machen. Ihr werdet schon merken, wenn das eure Haut vielleicht zu doll austrocknet oder so, aber eigentlich ist es halt nicht austrocknend, dadurch, weil es halt die Feuchtigkeit in den unteren Hautschichten bindet. Als nächstes habe ich hier drin, das ist jetzt nicht das, was da drin ist, eigentlich sieht es nämlich so aus, das zeige ich euch aber jetzt gleich. Dieses Salzwasser, das ist mir erst vor so ein paar Tagen gekommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe hier so eine leere Pumpflasche, da war ein Tonic drin von Barbour und dann habe ich einfach dieses Meersalz hier genommen, habe es da reingefüllt, so ungefähr bis, ja, bis hier, also schon sehr hoch konzentriert irgendwie. Habe da dann Wasser reingefüllt, habe es geschüttelt, das löst sich dann sofort auf. Und jetzt mache ich das morgens und abends so auf ein Wattepad und gehe damit über mein Gesicht. Weil ich mir so denke,
Meerwasser ist so gut für die Haut und ich habe es ja hier quasi. Warum benutze ich das nicht zu Hause, wenn ich mal kein Meer am Start habe? Eigentlich müsste das doch ganz gut funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Kommen wir aber zu dem Gesichtswasser, was eigentlich in dieser Tube hier drin ist. Und zwar ist das das Cleansing Tonic von Barbour. Das ist einfach eine Nachreinigung, nachdem man sich abgeschminkt hat und gewaschen hat und so weiter. Einfach auf dem Wattepad geben. Hier steht adstringierendes Tonic zur Nachreinigung und Klärung der fettigen und unreinen Haut nach der Reinigung. Verfeinert die Poren und wirkt Hautunreinheiten entgegen mit natürlichem Pfefferminzöl. Dann habe ich noch zwei Masken, die ich im Moment sehr, sehr gerne benutze. Einmal ist das die Maske zu diesem Waschgel hier von Kiehl's. Und zwar ist das die Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Die sieht so aus, ist ultra geschmeidig beim Auftragen. Sehr, 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 sehr geil, muss ich sagen. Die trocknet auch so ein bisschen an durch diese Tonerde. Und die, hat mir die Verkäuferin erzählt, ist auch super und habe ich auch selber gemerkt, wenn man wirklich rote Stellen hat oder wenn man mal irgendwie gedrückt hat oder so, weil man, so wie ich, nicht die Finger davon lassen kann. Wenn man das dann drauf macht, dann beruhigt das die Haut. Es wirkt detoxmäßig, also das ist so dieses Hauptmerk von dieser Reihe. Und ich komme sehr, sehr gut damit klar. Es ist nicht zu krass austrocknend. Es wirkt sehr, 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 sehr gut und verfeinert auch die Poren. Die zweite Maske, die ich immer noch sehr, sehr gerne benutze, ist die Glam Glow Maske. Und zwar die Super Matte Clearing Treatment Maske. Die ist schon ein bisschen krasser als die hier. Also die wirkt nochmal mehr reinigend und trocknet auch nochmal so ein bisschen mehr aus. Aber sobald ihr wirklich eure Haut pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt, kann nichts mehr passieren. Also achtet nur darauf, dass ihr eure Haut nicht zu sehr austrocknet. Zu diesem Austrocknen sage ich euch auch gleich nochmal was. Ich benutze einmal bis zweimal die Woche eine Maske, meistens eher zweimal. Ist aber auch hauttypabhängig. Ihr könnt mal schauen, wie gut ihr das vertragt. Ich pflege meine Haut aber auch sehr, dadurch trocknet sie nicht so doll aus, wenn ich das zweimal die Woche benutze. Und ja, dann kommen wir zu zwei Cremes, die ich auch schon mal in Videos vorgestellt habe. Und zwar ist das einmal die Aktivcreme von Biomaris und Penatencreme von, wovon ist die überhaupt? Ja, von Penaten. Erstmal zur Penatencreme. Wenn ich sowas habe wie hier, wo ich offene Stellen habe, was mir brennt, oder wenn du einen Pickel hast, der sich sehr entzündet hat, dann kann man das hier super über Nacht einfach drauf machen. Das mache ich ganz, ganz oft. Das benutze ich auch, wenn ich offene Stellen auf den Lippen habe, dann schmiere ich das einmal dick über Nacht drauf und am nächsten Morgen ist alles okay. Das ist wirklich ein Wundermittel. Penaten ist für Rötungen, es heilt die Haut, es ist abklingend. Dadurch, dass hier halt Zink drin ist und so weiter, wirkt es halt sehr, sehr beruhigend und sehr entzündungshemmend. Dann habe ich hier im Gegenzug noch eine etwas teurere Version. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. 12,70 Euro. Damit kommt ihr aber für immer und ewig aus. Genauso wie hiermit. Die Aktivcreme ist ebenfalls einfach für Unreinheiten bzw. für gereizte oder entzündete Haut. Hier ist ebenfalls ganz, ganz viel Zink drin. Das ist schon der zweite Wirkstoff, der hier draufsteht. Ich glaube aber bei der hier auch. Ja, hier ist auch der zweite Wirkstoff Zink. Also ist Penaten eine super Alternative, aber das hier ist auch nochmal sehr, 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 sehr gut. Hier riecht man quasi fast schon das Zink. Also es ist schon richtig krass. Wenn man aber einen Pickel hat, der jetzt nicht entzündet ist oder so, aber man merkt einfach, der kommt jetzt bald raus und man will aber nicht, dass er rauskommt, dann habe ich ebenfalls von Kiehl's, ich habe voll viele Kiehl's-Produkte diesmal, aber ich komme mit Kiehl's sehr, sehr gut klar. Und zwar ist das hier, ist auch schon ja, so gut wie leer. Ich muss es unbedingt neu kaufen. Und zwar ist das Breakout Control Target Blemish Spot Treatment. Das Schwefel mit drin, es hört sich jetzt ein bisschen an, als wäre das nicht so gut für die Haut, aber es ist anscheinend so angereichert, dass es gut für die Haut ist. Es riecht schon nach Schwefel, also es riecht jetzt nicht gerade angenehm, aber es soll ja helfen, es soll ja nicht gut riechen und das hilft auf jeden Fall. Das ist richtig austrocknend, aber nicht so, dass es schlimm wird oder so. Also man kann das schon jeden Tag drauf machen, ohne dass sich die Haut jetzt so krass abschuppt oder so. Wenn das der Fall sein sollte, dann auf jeden Fall unterbrechen. Aber damit kann man auf jeden Fall verhindern, dass ein Pickel so krass rauskommt oder so. Also der trocknet das schon super, super, super gut aus. Kommen wir aber jetzt zum Thema Austrocknen. Ist Austrocknen gut für die Haut, wenn man Pickel hat? Nein, überhaupt nicht. Austrocknen ist niemals gut für die Haut. Wenn ihr eure Haut zu sehr austrocknet, dann produziert die Haut immer mehr Talg nach, weil sie denkt, okay, scheiße, ich muss meine Haut irgendwie wieder geschmeidig bekommen. Und deshalb produziere ich einfach noch mehr Talg, als ich eh schon produziere. Und damit erreicht ihr genau das Gegenteil. Das ist das Gleiche mit diesem Hydra Facial. Hydra Facial ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Ich gehe auch dahin.
Denn wenn ihr eure Haut, ich sehe das jetzt immer so bei Instagram, diese Dinger für zu Hause jetzt mittlerweile, und dann machen Leute das jeden Tag, so überreinigt ihr eure Haut, und je mehr ihr rausholt, desto mehr wird nachproduziert, weil die Haut halt, die produziert das ja nicht so zum Spaß oder so, oder weil sie euch ärgern will und hier hast du jetzt deinen nächsten Pickel, du, sondern die produziert das, um die Haut geschmeidig zu machen, dass sie eben halt nicht austrocknet. Und bei manchen ist die Teigproduktion einfach ein bisschen verstärkt. Das kann man regulieren mit den Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe, aber niemals denken, okay, ich werde meine Haut jetzt nicht mehr eincremen oder so, weil ich Angst habe, dass sie dann nachfettet. Da ist wirklich genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das auch schon mal bei einem Make-up-Tutorial gesagt. Vor dem Make-up immer eincremen, auch wenn ihr eine fettige Haut habt. Gerade dann ganz viel eincremen, weil wenn ihr dann noch mit Puder und Make-up und so weiter drüber geht, dann ist die Haut, dann spannt die Haut und die Haut merkt dann, okay, ich muss jetzt wieder was nachproduzieren, und dann glänzt euer Make-up umso mehr nach. Deshalb verzichtet einfach auf fettige Cremes, sondern benutzt einfach ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Und da komme ich schon wieder zum nächsten Produkt, und zwar Feuchtigkeit pur, Sauerstoff pur. Sauerstoff ist übrigens auch sehr, sehr gut für die Haut und sehr, sehr gut gegen Pickel. Also so oft raus und spazieren und in die Sonne, aber mit Lichtschutzfaktor, wie ihr nur könnt, denn die Haut braucht Sauerstoff. Das ist das, was wirklich am besten hilft. Ein Produkt, was mir fast mit am besten gegen Unreinheiten hilft, ist ein Produkt, was aus purem Sauerstoff ist und einfach nur die Haut extrem pflegt. Ich habe jetzt leider die Originalverpackung nicht, verlinke euch aber wie immer alles in die Infobox. Das sind die Revitalizing Oxygen Fluid Ampullen. Ich habe hier nämlich so eine Box für unterwegs, da sind dann immer 7 Stück, kann ich dann da reinpacken. Ampullen sind Gold wert. Gold wert auch in dem Sinne, weil sie einfach unfassbar teuer sind. Aber Leute, wenn ihr euch etwas gönnen wollt für eure Haut, kauft euch lieber mal eine Hose und ein T-Shirt weniger und gönnt euch Ampullen für eure Haut. Ich sage direkt dazu, wenn du jetzt 14 Jahre alt bist oder 13 Jahre alt bist oder irgendwie noch sehr, sehr jung, brauchst du diese Ampullen nicht. Da könnt ihr einfach wirklich eure Haut ganz normal pflegen, jeden Abend abschminken und so weiter. Das ist einfach zu teuer. Ich hätte mir das damals auch nicht erlauben können mit meinen 30 Euro Taschengeld im Monat. Aber Ampullen sind die einzigen Wirkstoffe, bevor man sich Hyaluron spritzt, die in die unteren Hautschichten gehen. Alles andere bleibt wirklich in den obersten Hautschichten, aber die hier gehen wirklich in die Tiefen der Haut. Und diese Ampullen benutzt man direkt, nachdem man sich abgeschminkt hat, gereinigt hat, ist das das Erste, was man auf die Haut gibt. Weil wenn du vorher schon Creme drauf machst, ist schon so ein Schutzfilm drauf, heißt also, das kommt nicht mehr richtig durch. Und danach dann Serum und eure Gesichtspflege ganz normal. Immer vor dem Schlafen gehen. Weil abends, nachts arbeitet die Haut am allermeisten, die Zellerneuerung findet statt und so funktionieren die Kapseln über Nacht am allerbesten. Ich liebe diese Kapseln, ich wirklich, ich finde die ganz, 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 ganz toll. Die machen so ein ebenmäßiges, glattes Hautbild. Ich fange jetzt auch seit gestern wieder an, die zu benutzen. Da mache ich so eine 2-Wochen-Kur, glaube ich, und dann ist meine Haut, also nach ein paar Tagen sieht man wirklich schon einen Unterschied. Das ist ganz, ganz krass bei den Dingen. Und dadurch wird meine Haut reiner, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist überhaupt nichts Austrocknendes oder so, aber dadurch wird meine Haut reiner. Das ist richtig krass. Dann habe ich noch 2 Produkte, die ja einen weiteren Sinn haben. Und zwar habe ich hier einmal Hygiene-Reinigungstücher. Die sind übrigens leer. Ich habe sie für dieses Video gerade aus dem Mülleimer gekrost. Also ich mache alle paar Tage, eigentlich sollte man es vielleicht jeden Tag machen, je nachdem, wo man vielleicht war. Aber nach dem Feiern gehen, bitte desinfiziert euer Handy. Bitte, bitte, bitte. Es ist ja so eklig, was man alles anfasst. Und dann legt man das auf die Theke und dann haltet ihr es so an euer Ohr und fragt euch dann, warum ihr hier immer Unreinheiten habt. Also diese Hygienetücher von Balea sind super. Einfach Handy abwischen, eure Türklinken abwischen, wischt alles damit ab. Und dann habe ich noch, sehr, 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 sehr wichtig, Arztseife von Balea, Stückseife. Damit mache ich immer meine Pinsel und Beautyblender sauber. Ich verlinke euch in der Infobox auch nochmal das Video, wie ich das mache. Denn wenn ihr jeden Tag mit eurem Beautyblender und eurem Pinsel in euer Gesicht geht, dieser Pinsel liegt da rum, dieser Beautyblender liegt da rum, ihr verteilt eure Bakterien einfach immer wieder neu im Gesicht und so können immer wieder neue Unreinheiten entstehen. Also immer schön jeden Tag am besten oder jeden zweiten Tag eure Beautyblender und eure Pinsel, für die ihr halt euer Make-up auftragt, sauber machen. Dann habe ich ebenfalls noch Tabletten, die ich jetzt leider gerade nicht hier habe, weil ich sie neu bestellt habe. Und zwar ist das Dermaxan Forte. Das bestelle ich immer bei Amazon. Das habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Und das sind so Zink, was auch immer, Kapseln. Die sind super gut für die Haut. Das sind einfach nur Nahrungsergänzungsmittel quasi, die den Zinkhaushalt und so weiter einfach, das kann man ja mit normalen Nahrungsmitteln überhaupt gar nicht so viel zu sich nehmen. Und die haben mir auch sehr, sehr geholfen. Sehr, sehr. Und ich habe ganz, ganz viele, also diesen Tipp habe ich sogar von einer Zuschauerin bekommen, das habe ich schon mal gesagt.
Und viele haben mir auch gesagt, dass das ihnen sehr geholfen hat mit der Haut. Muss natürlich nicht bei jedem der Fall sein, aber das ist schon mal wirklich eine Hilfe. Dann habe ich als allerletztes einen Tipp von Shanti. Und zwar habe ich in einem ihrer letzten Videos gesehen, dass sie, seit sie in Berlin wohnt, irgendwie mega Pickel bekommen hatte und keiner wusste, woran es liegt. Und sie konnte sich das nicht erklären, weil sie eigentlich eine gute Haut hat. Und dann haben ihr viele gesagt, dass das vielleicht an dem Wasser liegen kann. Und deshalb hat sie sich einen Wasserfilter gekauft und ich habe diesen Wasserfilter nachgekauft. Und das ist dieser hier von Brita. Den habe ich auch bei Amazon bestellt. Ich verlinke euch das in die Infobox, wie alles. Ist eigentlich ganz logisch. Ich trinke auch immer Wasser aus dem Wasserhahn. In Düsseldorf ist das Wasser jetzt nicht so schlecht wie in Berlin, glaube ich. Aber man kann es ja mal versuchen. Also werde ich jetzt immer diesen Wasserfilter benutzen. Und für alle Leute, die wirklich in der Gegend wohnen, wo das Wasser jetzt nicht so gut ist. Und ja, vielleicht kauft ihr auch einfach immer Wasser aus Flaschen oder so. Aber ich finde das immer ein bisschen unsinnig, wenn wir es doch aus dem Hahn bekommen und du kaufst einmal so einen Wasserfilter, der ist auch nicht teuer, dann kannst du einfach immer so dein Wasser benutzen. Also da ist so ein Filter drin, der filtert das Wasser extrem und macht daraus sehr weiches, klares, cleanes Wasser. So Leute, das war es auch schon mit dem Video. Ich denke, ich habe euch hier einige Produkte vorgestellt, die ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Ach ja, ich wollte ja auch was verlosen. Ich verlose Clary Sonics. Die habe ich schon so lange hier zu Hause stehen und ich bin irgendwie nie dazu gekommen, die zu verlosen. Total bescheuert. Und wenn ihr diese Clary Sonic gerne haben möchtet, schreibt mir doch gerne einen netten Kommentar. Dann macht ihr automatisch bei der Verlosung mit. Also schreibt noch rein, dass ihr gerne bei der Verlosung mitmachen möchtet. Und ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Ihr könnt auch gerne dem Video einen Daumen oben geben. Und ja, dann könnt ihr diese Clary Sonic gewinnen. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Glück. Und ja, jetzt verabschiede ich mich wirklich von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis dahin. Tschüss.